Stefan, hey, Stefan! Na, du musst der Timo sein. Hey, ciao, ja? Man sagt dir ja, der Wecker von Ash. Ja, natürlich. Warum ist das so? Ja, weil ich beim Joggen, gell? Ja, dass gut. Wir alle wach werden morgen früh, so wie jetzt. Und wo bist du unterwegs jetzt? Jetzt gehe ich ins Training. Kommst du mit? Ja, wie weit ist es? Ja, etwa 1,5 Kilometer, komm. Ah, ja, los. Okay. Los geht's. Auf der allein. 1,5 Kilometer. Der Timo Lippuner trainiert das Frauen-Nazi-A-Team vom Volleyballclub Smash Pfeffingen. In der 23-jährigen Vereinsgeschichte ist der Volleyballclub schon 5-mal Vize-Schweizermeister geworden. Das Ash findet man den wohl grössten Kostümverleih der Schweiz. Über 40.000 Kostüme hat der Kostümkaiser in seinem Fundus. Vor gut 140 Jahren vom Louis Kaiser gegründet, bietet der Verleih bis heute vor allem historische Kleider, Uniformen und Fahnen an. Heute gibt es aber auch manches anderes zu mieten. Schließlich ist die Fasnacht-Hochburg Basel nur gerade 10 km Luftlinie entfernt. Ash hat 10.500 Einwohnerinnen und Einwohner und ist gut 7,5 Quadratkilometer gross. Das entspricht etwa 1.000 Fußballfeldern. Knapp die Hälfte der Fläche wird für die Landwirtschaft genutzt. Oberhalb des Dorfes liegt der grösste Rebberg des Kantons Basel-Land. 4 Winzer produzieren hier oben Wein. Einer davon ist der Antoine Kaufmann. Er stellt unter anderem Schaumwein her. Ciao Antoine. Ciao Stefan. Hi. Was bist du schön zu machen? Ich bin hier am Rütteln. Und zwar auf diesen Stehpult. Die sind dafür da, dass die Hefe in den Flaschen hier abwandert. Es ist ein Prozess, der 4 Wochen geht und wo man jeweils täglich ein Vierteldreieck nach links oder nach rechts macht. Und so rutschen eigentlich die ganzen Hefen ab. Hast du mal probieren? Ja, also kommt gut. Auch Fußball hat Ash einen grossen Stellenwert. Der FC Ash ist vor gut 100 Jahren gegründet worden. Heute hat der Verein 28 Mannschaften. Da haben schon ein paar Grosse ihre Fußballkarriere gestartet. Mit dem Marco Streller und dem Alex Frey haben gerade 2 Spitzenfußballer ihre Wurzeln beim FC Ash. Ein Katzensprung oder eben besser ein Mountainbike-Jump neben dem Fußballplatz ist das Trail Center. Auf 1,5 Kilometer Fahrtweg mit verschiedenen Hindernissen können kleine und grosse Bikerinnen und Biker trainieren. Oder einfach den Plausch haben.